Nö, da ist John. Da ist einfach nur das Display, da ist einfach nur eine Sitzgelegenheit. Ich gehe trotzdem nochmal zurück. Und dann schauen wir mal, ob ich nicht vielleicht doch ich finde es so interessant, wie diese Leiche so wabert. Das ist auch irgendwie nicht so ganz hundertprozentig richtig. So. Also gut, wir fahren nochmal zum Produktlager 1 und werden dort mal versuchen, mit dem Bohrer den Arm wegzumachen. Ich weiß gerade nicht, ob ich das nicht schon probiert habe. Ich könnte es mir eigentlich fast vorstellen, dass ich das schon probiert habe. Okay. Das war jetzt vermutlich nicht so gut. Wir speichern mal wieder. Ich schätze mal, wenn ich da irgendwo rumlaufe und mich umsehe, dass es nichts ändert. No, that won't work. Ja, genau, das habe ich doch schon ausprobiert. Gut, vielleicht sterben wir jetzt auch. Ich meine, woanders kann ich ja nicht hin. Ich kann versuchen, okay, ich habe da jemanden schreien hören. Was mir gerade einfällt, ist, dass diese Säure ja ziemlich ätzend ist. So, in das andere Produktlager komme ich ja nicht rein. Ich könnte natürlich noch mal kurz in die Krankenstation gehen. Also ich muss schon zugeben, ein bisschen ein mulmiges Gefühl habe ich schon. Ich meine, an und für sich, an und für sich ist ja alles ruhig und es passiert ja nichts groß, aber ja, diese ganze Stimmung, die ist schon ein bisschen bedrückend und beängstigend. Also wir sind definitiv nicht allein, wenn es hier Schreie gibt, wenn es hier Stimmen gibt. Wie gesagt, wir sind ja auch an dem Punkt, ja gut, auf der anderen Seite. Was ich jetzt gerade machen wollte, war, was ich gerade machen wollte, war ein bisschen von der Säure mit dem Lappen aufnehmen. I think that will just break it. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Bin jetzt wieder ein bisschen an dem Punkt, dass ich wieder keine Ahnung habe. Also ich muss irgendwie diese Schlösser knacken. Und ich weiß gerade nicht wie. Gab es hier irgendwo eine Kiste? Gab es hier irgendwo
Der unabgeschlossene, also der geöffnete. Aber vielleicht fixiere ich mich auch einfach nur so ein bisschen zu sehr auf diese... Ich denke, ich gehe die anderen Stockwerke einfach nochmal ab. Vielleicht finde ich da noch einen Gegenstand. Wäre hier, glaube ich, ehrlich gesagt nicht, dass ich da noch was finde. Ich hatte... Moment. Nee, der Roboterarm, der hat ja nur... Da bräuchte ich ja anderes Werkzeug. Aber ich habe ja nur diesen Bohrer. Ich bräuchte quasi einen anderen Aufsatz für den Bohrer. Gehen wir mal hier zurück. So. Ich bräuchte quasi einen anderen Aufsatz für den Bohrer. Kann ich kombinieren? That's ridiculous. That's just crazy. Hold on. Wir können hier mal gucken. Ob wir nicht ein bisschen von dieser Säure auflesen können. Wir können ja dann wieder den Druck erhöhen. Ja. Schauen wir mal. Also die Spritze habe ich ja noch. So. Kann ich jetzt hier sowas machen? I can't see it working like that. Okay. Kann ich jetzt den Druck wieder erhöhen? Nee, das Rad ist ganz weg. Okay, dann bin ich eigentlich der Meinung, dass ich da durch bin. Und dann denke ich, bin ich eigentlich auch auf dem Stock hier durch. Wie gesagt, ich könnte noch mal kurz in die Krankenstation gehen, um danach zu schauen, aber ich glaube nicht, dass da noch was war. Deswegen denke ich, gehe ich mal eine Etage tiefer. Ach, ich komme da ja noch gar nicht rein. Boah, der Aufzug, der ist echt entspannend. Genau. Ich finde es witzig, dass die Aufzugsequenz offenbar immer gleich lang ist. So, also hier komme ich nicht rein. Entsorgte Gabelstapler. Die Gabelstapler stehen wie ein Rudel alter Hunde zusammengepfercht am Ende einer langen Fahrbahn. Gut. Nee, das ist... Da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Da geht's erst gar nicht hin. Dann gehen wir noch zur Service Lobby. Zur ersten Mal wieder. Und hoffen, dass wir da vielleicht noch etwas finden, was uns weiterhilft. Ich wüsste allerdings nicht, was wir da finden sollten. Portal. Okay. Ja. Ja. Also ich bin gerade selber ein bisschen angespannt, muss ich sagen. So. Da komme ich nicht rein. Da und da ist zu. Ich dachte, sie hätte einen Ausweis oder sowas, aber sie hat nur dieses PDA. Okay, dann wüsste ich auch nicht, was ich jetzt hier finden sollte oder wo. Ja, gut. Ich glaube, da bin ich beim letzten Mal auch gehangen. Ich denke, ich brauche irgendwoher ein Brecheisen, aber ich weiß auch nicht, woher ich das bekommen soll. Wahrscheinlich muss ich mich wirklich bei der Bahn unten noch ein bisschen besser umschauen. Dann kann ich die Sicherung nämlich verdrehen und dann kann ich die andere Bahn laden.
Und dann sollte ich da wieder rauskommen. Und dann dürfte es eigentlich endlich weitergehen. Dann dürfte ich in für mich völlig neue Gefilde vorstoßen, die ich in der Demo so noch nicht gesehen habe. Wobei, also die Zwischensequenzen, die sind auch schon anders als in der Demo. Also wie gesagt, ich habe damals die Kickstarter-Demo gespielt. Da geht es jetzt erstmal nicht rein. So, ich gehe trotzdem erstmal dahin. Genau. Wir laufen erstmal rum und klopfen ein bisschen. Das ist doch alles nur Illusion. Ganz ehrlich, woher will denn die Stimme auf der anderen Seite wissen, ob das Daddy ist oder nicht? Ey, warte mal, Moment. Sicherheitsebene 5. Ich hab sein Funkgerät. Komme ich jetzt da irgendwie rein? Oder? I can't see it working like that. Nein. These don't go well together. Ich muss doch mit irgendwelchen Gegenständen in dieses Biomi-Labor reinkommen. War doch irgendwie so. Der Typ liegt da rum. Und ist so ein bisschen hinüber. So, ich gehe jetzt wirklich einfach mal da hoch und guck mal, ob ich da jetzt reinkomme. Ob ich auf irgendwelche magische Art und Weise jetzt einen Gegenstand habe, der es mir ermöglicht, da reinzugehen. Das wäre ja natürlich ganz famos. Aber ich glaube eigentlich noch nicht so wirklich dran. Für mich sieht der Typ immer noch so aus, als ob er einfach nur nackt ist. Dabei hat er irgendwie seinen Ganzkörperanzug an. So. Mit einem Handabdruck. Level 1. Attention. Biometric handprint not recognized. The mortuary requires level 5 security access. Ja, das weiß ich doch. Okay, ich kann da unten nichts machen. Kann ich da noch was schauen? Nö, nö. Da kann ich nicht weiter interagieren. Da kann ich nicht weiter interagieren. Da kann ich nur drauf hoffen, dass... Ja, ich habe keine Ahnung. Das heißt, eigentlich muss ich auf Service Lobby 2 irgendwas finden. Auf Produktebene 2 komme ich ja nicht rein. Produktebene 1 haben wir eigentlich abgegrast. Da waren wir ziemlich gründlich, würde ich sagen. Es sei denn, ich habe natürlich wieder was übersehen. Ich bin ein Experte. Ohne Hotspot-Anzeige bin ich ein Experte darin, echt Gegenstände zu übersehen. Wenn ihr seht, dass ich irgendwelche Gegenstände übersehen habe, dann könnt ihr das natürlich gerne schreiben in die Kommentare. Dezent, höflich, freundlich natürlich. Ansonsten... Ja. Weiß ich auch nicht, inwiefern... ihr mir das kommunizieren könnt, ohne dass ihr euch 17 Folgen langweilt. Weil ich natürlich versuche, einiges an Folgen vorzuproduzieren.